Leute, what's up? Mundbun hier. Herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Gammelsonntag. Der Videoreihe, wo wir sonntags einfach ein bisschen gammeln und Spiele spielen, für die wir unter der Woche keine Zeit haben. Heute zocken wir eine Runde Serious Sam 3 BFE. Ich weiß nicht genau, wofür BFE steht. Wahrscheinlich für Big Fucking Edition oder irgend so ein Scheiß. Aber ich zocke Serious Sam, weil der Sturmköter hat es gestiftet. Er hat mir es einfach auf Steam geschenkt. Und dann habe ich gedacht, das muss ich mir doch einfach mal anschauen. Ich kenne Serious Sam von früher. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, den 2er oder den 1er oder irgendwas habe ich gezockt. Uralt, vor 10 Jahren oder so auf einer LAN-Party. Und es war immer ziemlich lustig. Und ich habe hier übrigens auch einen Kaffee. Holt euch auch einen Kaffee oder einen Tee oder irgendwas. Damit wir zusammen gammeln können. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an, das Neue hier. Beziehungsweise, ich glaube, das ist das Aktuelle. Neu ist auch nicht mehr. Man kann Singleplayer Survival spielen. Überlebe so lange du kannst. Oder die Kampagne. Und ich würde sagen, wir machen erstmal ein Survival-Game. Und ich werde eh nicht lang überleben. Und danach schauen wir uns noch die Kampagne an. Oh, Tal des Todes. Yeah, baby. Level wechseln? Nee. Ha-ha. Ha-ha-ha. Ganz vergessen, wie gut Kaffee schmeckt. So. Sammeln wir mal ein bisschen was ein hier gleich. Nice, Raketen plus 50. Okay, da können wir zoomen. Ja, lol, was liegt denn hier alles rum? Okay, und wann geht's los? Die Zeit oben links läuft. Ich höre, höre ich was? Ja. Was höre ich? Oh, Damson! Da kommt irgendein Riesenvieh auf mich zu, Alter! Was für ein Fall ist das? Und da kommt die Musik. Ich glaube, ich soll nicht gleich den Raketenwerfer und so benutzen. Ist natürlich auch wieder scheiße. Oh, lol, ich muss ein bisschen leiser machen. Oh, Damson! Okay, das ist zu leise. Oh, lol, oh, lol. Komm, gib mir irgendeine Waffe. Was haben wir hier? Was bist du? Oh, ja. Oh, ja. That's right. Oh. Oh. Fucking ja, Mann. Ja, eine Schrotflinte. Liebe Schrotflinten, jetzt komm her. Ihr kleinen Backwichsern. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh shit. Oh, fuck. Oh Gott, ich sehe schon. Was ist denn das alles? Ich habe keine gescheiten Waffen. Habe ich denn keine Maschinengewehre? Bist du? Eine automatische Schrotflinte. Ja, fuck, aber mit diesen riesen Raketen. Oh nein. Da ist so ein Schreifen. Oh Gott, oh, Game Over. Lol, das machen wir nochmal, komm. Ah, ich hatte den Sound auch nicht richtig. Ich war sehr verstört. Und so wie es aussieht, müssen wir doch den Raketenwerfer gleich nehmen, ne? Ah, und da haben wir doch eine Maschinenpistole. Ich starte ja sogar mit ihr. Oh lol. Was ist los? Ach, Gesundheit voll. Ja, du bist halt nicht besonders gut, hä? Ah, das Fadenkreuz zeigt mir ihr Leben an. Boah, das ist ja ein cleveres System. Warum gibt's denn das nicht in mehr Shootern, sag mal? Ja, nachladen.
Okay, jetzt bin ich. Ah! Wo ist mein Raketenwerfer? Gib ihn mir wieder. Oh shit, da läuft er mir vor die Linse. Oh, sag mal, das ist ja unmöglich. Ich weiß, ich bin schlecht in sowas, aber das ist ja echt pervers. So einfach ist das. Hallo. Oh, was bist du denn? Ich will dich als mal wieder finden hier. Also 3 ist die Shotgun, 5 ist Raketenwerfer. Was bist denn du? Oh nice. Okay, das kann man auch gebrauchen. Aber wir starten mal definitiv hier mit der Maschinenpistole. Das klappt doch ganz gut. Man kann auch nicht gleichzeitig rennen und schießen. Sobald ich Shift drücke, nehme dann so die Waffe hier so zum Rennen und dann kann ich nicht schießen. Geht nicht. Oh, 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 oh! Oh, oh nein! Oh fuck, wie sie an mir kleben, ey. Nein, was Explosives. Yeah. Oh! Oh! Yeah, komm her, Bitches. Woo! Oh shit, da ist so ein Explodierviech. Oh, das war nicht gesund. 11 Leben. Oh, das war wieder ein Eigentor. Okay, aber ich sehe schon. Der Survival-Modus ist vielleicht ein bisschen zu hart für mich, wenn ich seit Jahren nicht mehr gezockt habe. Ich glaube, wir gehen doch mal in den Singleplayer und gucken uns die Kampagne ein bisschen an. Ich liebe diese Schreiviecher, die auf dich zurennen. Kampagne. Jewel of Nile. Wieder ein Level Legend of Nile. Der Episode BFE. Ah! Sommer in Kairo. Ja, das hätte ich gerne. Tourist normal. Ja, normal. Probieren wir mal aus. Komm. Da gehen wir als Tourist gehen wir im Sommer nach Kairo. Machen uns einen schönen Urlaub. Und gucken uns mal ein bisschen die Gegend an. Wird schon nichts passieren. Könnte ich mir vorstellen. Ah. Vielleicht ist der Singleplayer oder die Kampagne, muss ich ja sagen, jetzt nicht so übertrieben wie dieses Endlos-Ding. Vielleicht gibt es sogar ein bisschen Story. Es gibt auf jeden Fall eine helle Sonne. Oh lol. Switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? No hospitality today? We have contact. 2 o'clock. Closing in. Sit tight. We got company. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. And I hope you got me a good present stone. All right, Alpha. Listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900 hours. Mensa wants to fry the Earth, and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go... Hey, we recon Bravo. Goes tits up. The professor is our top priority. Are we clear?
clear as gnar shit. Rodriguez. Da ist Sam, da hat er so eine geile Stimme. Und da gehen wir down. Da sind wir auf uns allein gestellt. Komm schon, Baby. 50 Leben, easy. Oh lol. Wir haben nur einen Nahkampf. Aber schön sieht's aus. Schönes kaputtes Kairo. Oh lol. Was ist los? Ach jetzt. Ah, damn son. Ja, so eine Waffe wäre nicht verkehrt. Oh, nice. Ein Crow-Team-Spiel. Give me some skulls and one of these, and it's a party. Stone, it's Quinn. We picked up a Mayday from Miller. Give me a sit rep. The chopper's Fubar. I ended up a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone, how many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? We're in front of the museum. You know, where we're supposed to be? Where the hell are you? Stay put. I'm on my way. Roger that. Okay. Also, dann suchen wir mal das Museum. Hätte ich nicht gedacht, dass es da so eine richtige Story gibt. Ich hätte jetzt ein paar... Oh Gott, ich höre was. Ich hätte ein paar Survival-Maps vermutet, wo sie irgend so eine Klischee-Story drüber legen. Aber vielleicht ist das ja auch. Jetzt warten wir mal ab. Immerhin haben wir schon mal ein Geheimnis gefunden. Das ist doch was wert, hoffe ich. Ah. Hallo, mein Freund. Also die Gegner zerlegt es ganz schön gut hier. Spiel wird gespeichert. Da hinten blinkt was. Oh oh. What are you looking at? Wow, der Hammer. Der reagiert brutal schnell, ey. Abartig schnell. Man muss nur einen Mausklick machen und das Viech ist matsch. Geil, matsch. Komm her, komm, 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 komm! Psst. Mehr! Ja, aber es fehlt so ein bisschen der Nervenkitzel vom Survival. Den vermisse ich bis jetzt. Weil immer diese Musik dann, sobald ein Gegner auf den Bildschirm kommt, das warnt einen auch immer ein bisschen. Ich meine, man hört auch das. Stone, come in. Where are you? Rodriguez, I told you, I'll be there in a minute. It's Jones. Rodriguez took. Oh, Jesus Christ! Oh, shit. Okay, die haben Probleme, so wie es aussieht. Diese ganzen leeren Häuser, haben die einen Zweck oder. Oh, fuck. Oh lol. Smashing. Hattest du eine Waffe? Ja. Kann ich nicht nehmen. Schade.
Gibt's sowas wie eine Karte? Ich bin ein bisschen aufgeschmissen gerade, wo es lang geht. Also da geht's bestimmt nicht lang. I was born, born to be wild. Oh lol. What the fuck? Oh shit. Oh shit. Krasse motherfucking Alien Power haben die am Start. Oh, Musik. Von wo? Ah, ne. Irgendeiner schießt noch auf mich. Ah, da. Yeah, jetzt haben wir hier mal ein paar Gegner am Start. Aber immer noch nicht genug. Oh, lol. Rüstung plus 1, wow. Das ist ja nice. Bisschen mehr wäre schon geil. Oh, was Grünes. Mr. Smith, yeah. Mr. Wilson, glad you could make it. Glad you could make it. Das ist einzig mein Hammer, oder? Ja, yeah, komm schon. Oh. Für den braucht man natürlich die Waffe. Der explodiert sonst, wenn er anders dran ist. Aber für die alle können wir den Hammer nehmen. Komm schon. Oh. Da schlagen die Raketen ein. Links ist frei, ne? Da kommt nichts. Oh shit. Noch ein Schuss, das ist nicht viel. Oh. Oh lol. Jetzt geht's schon ganz schön zur Sache hier auf einmal. Wir brauchen Munition. Aber es glitzert nirgends irgendwas so zum Aufheben. Da hinten war was. Rüstung. Da hinten kommt einer. Oh lol. Oh fuck, das stoppt ihn nicht. Aber wir haben. Wir haben Munition. Boah. Ah, wir haben Munition. Ah, unten rechts sind Magazine. Okay. Hab's erkannt. Hab's gecheckt. Boah. Kann ich da rein? Nee. Jedenfalls sind wir gut unterwegs hier in Kairo. Was davon übrig ist. Oh shit. Oh shit. Oh shit.
ich kann gleich nirgends mehr hin, glaube ich. Ah, ist gut, sollen sie da durchkommen. Oh, lol. Das war jetzt geil. Da kommen sie hart gerannt. Boah, ich kann auch nach rechts schwingen. Nicht nur von oben nach unten. Ah. Quinn, I've got a visual on the chopper. What's Alpha's status? I lost contact. In pieces. God damn it. Any survivors? Negative. It's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Watch your six. That place is probably full of aliens. It's about to be full of dead aliens. Oh. Oh, fuck. Komm schon, lad nach, Baby. Wir müssen den A-Kerl treffen. Dann explodieren die anderen. Yeah. Oh shit. Schenken Sie mir eine. Der war zu nah. Okay, jetzt zu euch, Bengels. Ich glaube, ich habe unendlich Schuss mit der Pistole, oder? So wie es sich anfühlt. Ruhe zwischen den Palmen. Gut. Haben wir das auch überlebt? Wo geht's jetzt in das garstige Museum? Hier, oder? Oh lol, da stehen sie noch. Au! Irgendwo aus dem Busch? Nerds, kommt der her? Lol. Musik hat aufgehört? Hab ich sie echt getroffen? Spiel wird gespeichert. Oh lol, guck mal, was es da alles gibt. Ein Haufen Rüstung und Leben. Das ist nie ein gutes Zeichen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Okay. Da kommen wir nicht rein. Boah. Noch mehr Rüstungen leben. Und da hinten noch mehr. That one's for Jones, Bones. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, sind die schnell. Oh Gott, sind die schnell. Oh Gott, sind die schnell. What the fuck? What?
Ich habe irgendwelche Achievements gekriegt. Ich bin fast tot. 27 Leben. Aber wir haben den Eingang gefunden. Time to do a little research. Oh lol. Oh lol. Sommer in Kairo. Da haben wir's. Geheimnisse 1 von 17. Gespeicherte Spielstände 11 von 13. Spielzeit 14. Geschätzte Zeit 10. Zeitbonus. Kriegen wir Punktabzug. Oh lol. War mir das schlecht hier. Mitten ins Netz der Spinner. Ja, das klingt doch spannend. Das klingt doch, als würde man voll in die Falle tappen. Okay. Meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir speichern. Mitten ins Netz der Spinne. Ja. Ja, doch. Und beenden das Spiel an dieser Stelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege ein bisschen Kopfweh davon. Habe ich jetzt gemerkt während dem Zocken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich spiele sonst auch immer Shooter und habe da keine Probleme damit. Aber das war jetzt doch ein bisschen hektisch und schnell alles. Aber es hat mir auf jeden Fall gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, denkt dran, das Video positiv zu bewerten. Schreibt auch gerne Kommentare. Habt ihr Serious Sam gezockt? Was haltet ihr von dem Spiel? Brainless, ein bisschen Action und Dampf ablassen. Ich glaube, dafür ist ganz gut. Also, meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder das nächste Mal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.